Eben, ja. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem, ja, mal wieder etwas anderem Videoformat, könnte man schon fast sagen. Nein, herzlich willkommen zurück zum Quatschkopf-Podcast. Ja? Der Podcast, wo ich eine Stunde lang über Sachen laber, die keinen interessieren. Egal. Ja, das heutige Thema wird so ein bisschen das Revue passierte Jahr 2023 sein. Es ist ja viel passiert in diesem Jahr. Zum einen habe ich kurz vor Ende des Jahres, das kann ich auch eigentlich kurz mal eben einblenden. Vielleicht blende ich es jetzt hier direkt ein im Schnitt, vielleicht blende ich es auch ein jetzt oder ich zeige es einfach eben per Instagram hier. Und zwar haben wir, beziehungsweise am Anfang des Jahres, Anfang diesen Jahres, um genau zu sein, vor, ich glaube, 3 Wochen, habt ihr etwas möglich gemacht, was ich niemals gedacht hätte, was jemals passieren wird. Und zwar die insgesamt 40.000 Views. Okay, man erkennt gar nichts. Das ist natürlich stark. Gut, dann blende ich es nochmal ein. Und zwar die insgesamt 40.000 Aufrufe auf meinem YouTube-Kanal. Und da geht einfach ein dickes, fettes Danke raus. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich da so wirklich zu sagen soll. Aber ja. Ich bin einfach überwältigt zu, was so in diesen 5 Jahren, die ich jetzt YouTube mache, passiert ist. Wenn ich überlege, dass ich gegen Anfang oder beziehungsweise gegen Ende 2022 zum Wechsel rüber ins Jahr 2023 noch, ich glaube, 150 Abonnenten als Ziel hatte und mittlerweile sind es einfach 223. Und ja, ich muss auch sagen, mein Kanal hat viel, ich sag jetzt mal, Abwechslung durch und durch. Ne? Es kam ja viel Stuff, den ich nie hochgeladen habe früher oder so zu Anfangszeiten nie hochgeladen habe. Sowas wie Minecraft. Wobei Minecraft habe ich ja, glaube ich, von Anfang an schon gemacht, so ein bisschen. Aber jetzt halt das Ding hier mit Fortnite und sowas, ne? Erstens Fortnite, jetzt das neue Far Cry Let's Play, die ganzen Tutorials, die ich gemacht habe, die Sachen mit den Liedern von NFX und so. Und jetzt ja sogar die ganzen Songcover, die ich ja gerade mache. Da kommen auch demnächst nochmal ein paar. Und desbezüglich, morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, morgen, für mich übermorgen, aus eurer Sicht jetzt morgen, also am 2.2., kommt nämlich noch ein Cover raus. Um 14 Uhr? Ja, müsste 14 Uhr sein. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin mir da gerade ehrlich gesagt unsicher, ob es 14 Uhr ist oder 15 Uhr. Muss ich nochmal gucken. Aber ihr werdet es dann eh merken. Ja. Warum heißt die Folge das mit Abstand beste Jahr? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil das habe ich mir nämlich gestern einfach so abends, wo ich im Bett lag, durch den Kopf gehen lassen, weil ich nämlich eigentlich geplant hatte mit Karim, kennt er ja, ne? Schon öfters auf dem Kanal vertreten, habe ja mit ihm auch 2 Kanal Bros Talken, gerne mal vorbeischauen. Hatte ich eigentlich geplant, eine Folge aufzunehmen, aber irgendwie hatte ich nicht so wirklich Lust auf diese Folge. Weswegen ich jetzt diese hier vorgesetzt habe, so gesehen. Und ja. Aber ich muss ganz kurz dazu sagen, das letzte Jahr war wirklich nicht nur YouTube, ja, nicht nur YouTube-mäßig, sondern generell einfach, glaube ich, das geilste Jahr. Ja, oder das beste Jahr überhaupt. Ja, wenn ich überlege, wen ich so im letzten Jahr, noch nicht persönlich, aber ich sag jetzt mal so, kennenlernen durfte über die ein oder anderen Social Media Plattform. Ja. Da sage ich aber am Ende noch mal zu was. Muss mal ganz kurz gucken, was ich jetzt da reingeschrieben habe gestern. Lass mich mal schnell Lucky Lucky Player Lucky machen. Ah, genau. Okay. Also ich sag mal so, im letzten Jahr ging eigentlich recht wenig ab, wobei doch, ich glaube, das
Einzigste, was so wirklich beschissen war im letzten Jahr, war das mit der verkackten Ausbildung. Gebe ich offen und ehrlich zu, war aber auch meine Schuld. Aber, ey, ich muss für die Berufsschule nicht nach Köln. Ich habe gewonnen. Aber, ja. Ist aber auch egal. Jetzt bin ich besser aufgehoben. Jetzt bin ich bei einer anderen Firma. Und da geht's ab August los. Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt. Es ja, macht Spaß da. Ich habe da im Dezember, habe ich da Praktikum gemacht, die letzten 3 Dezemberwochen. Und ey, das bockt. Das macht richtig Spaß da. Leute sind übelst korrekt, übelst lustig da. Zeiten sind auch nicht unbedingt so kacke. Ich habe von 8:45 Uhr bis 18 Uhr. Weißt, es geht eigentlich voll fit. Von daher, ganz normaler Arbeitstag, ne? Gut, wahrscheinlich auch irgendwann dann mal in der Frühschicht und so. Mal schauen. Ich schätze mal, das ergibt sich dann so im Laufe der Ausbildung. Aber ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war so mit Abstand das Beschissenste im letzten Jahr. Ich glaube, so wirklich andere Sachen, die so, ich sag jetzt mal, beschissen waren oder so, gibt's gar nicht. Also nicht wirklich. Kann auch sein, dass es was gibt und ich weiß es einfach nur nicht oder kann mich nicht mehr so wirklich gut dran erinnern. So eigentlich, ne? Es ist halt eigentlich so ein, ja, es stinkt normales Jahr wie sonst auch gewesen, aber es war für mich persönlich war es das beste Jahr. Alleine, wie schon erwähnt, die Sachen jetzt mit YouTube, dass das jetzt einigermaßen besser läuft, ja. Wenn ich überlege, wie das vor 5 Jahren aussah, oder wenn ich überlege, wie das vor 2, 3 Jahren aussah. Attende Niedersachsen, okay. Aber wenn ich so überlege, wie das so vor 1, 2 Jahren aussah mit dem Kanal, wie das da so abging, ja, ist halt, ne, wenn ich jetzt auch überlege, so ich habe auf dem einen Speed-Up von Nefex, ich weiß jetzt gerade leider nicht welches Lied, ich glaube, entweder Never Give Up oder, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht, müsste ich mal nachgucken, ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Ich schau mal schnell nach, man, mich interessiert das jetzt gerade, weil mich interessiert das jetzt gerade schon, welches Lied das jetzt war. Ja, ich direkt hier drüber nach. Ja, aber ich sag mal so, ich glaube wirklich, für viele war so das letzte Jahr das erfolgreichste oder auch so das bessere Jahr so. Für mich persönlich war es das. Anxiety. Es war Anxiety. Und ja, aber wie gesagt, man muss halt auch überlegen, so klar, ich mache das jetzt seit 5 Jahren, und ich werde auf gar keinen Fall aufhören, selbst in der Ausbildung werde ich versuchen, das ein oder andere Video mal hochzuladen. Also die Zeit hat man ja immer, keine Ahnung, am Wochenende oder so, dass man da, weiß ich nicht, einfach mal so 2, 3 Videos aufnimmt und die dann so in den Wochen jeweils dann so raushaut oder so. Ja, das ist ja alles möglich dann. Und ja, das ist halt einfach das, was mich so geprägt hat, so in den letzten 5 Jahren, so, ne? Wenn ich überlege, dass ich damals wirklich, ich glaube, jeden Tag live war, über meinen alten Laptop damals noch. Mittlerweile, ich sitze ja am PC mittlerweile. 2 Bildschirme und so. Ist das schon ein bisschen anders. Da hat man schon dann, ich sag mal, ein bisschen mehr Spielraum, was so die Sachen angeht, die man aufnehmen kann, die man aufnehmen will. Und alles. Vor allem funktioniert das über PC mit dem Stream auch einfacher, meiner Meinung nach. Also das ist auch ein bisschen leichter so. Ja. Es ist halt immer, ne? Es ist halt immer so ein Ding, ne? Ja. Ich glaube, das ist so das, was mein 2023 so wirklich geprägt hat. Ja, und dafür bin ich auch einfach dankbar des Todes. Ich bin auch einfach dankbar für das, was ich ich sag jetzt mal, dank meiner Community erreicht habe, sei es Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, whatever. Alles Mögliche. Ich bin einfach nur dankbar as hell dafür. Weil
Ganz ehrlich, ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass ich überhaupt jemals die 100 Abonnenten oder überhaupt die 50 knack. Aber mittlerweile habe ich einfach schon die 220 geknackt. Und das ist halt einfach für mich alleine schon ein Meilenstein. Beziehungsweise, das Bild mit den 40k Views werde ich gar nicht einblenden. Das könnt ihr euch auf Instagram angucken. Ja, aber es ist halt, wie soll ich sagen, es ist halt wirklich für mich, glaube ich, auch einfach so mit das krasseste Jahr gewesen für mich, wenn ich so überlege. Und alleine, wenn ich überlege, was noch so abging im letzten Jahr, so, ne? Jetzt mal abgesehen von den ganzen Sachen, die mit Musik zu tun haben und alles, ne? Oder generell einfach mit YouTube und so ein Kram. Es ist halt einfach schon so ein kleiner. Was heißt Meilenstein? Es ist halt einfach so ein Erfolg für mich persönlich für das Jahr 2023. Und jetzt mal gut, Schule. Ja, gut, ich sitze halt in der Praktikumsklasse. Was soll ich da groß machen? Sitze halt 2 Tage die Woche und entspanne mich, ne? Das mehr passiert da auch nicht. Sorry, ne? Mehr passiert da nicht. Und dazu muss man auch sagen, ich saß noch bis Januar, Ende Januar müsste das gewesen sein. Ich glaube ja, Ende Januar saß ich ja noch in der Berufsqualifizierung. Das ist auch so eine Praktikumsklasse, nur dass man da die ganze Woche hin muss und nicht nur 2 Tage in der Woche. Sondern da musste ich dann wirklich auch jeden Tag in der Woche hin. Das heißt Montag bis Freitag und dann auch wirklich, ich glaube, auch ganztags oder ich glaube auch so bis 2:30 so ungefähr. Ich glaube, nee, oder? Ja, doch so 1, 2, sowas kommt hin. Ja, war halt ein längerer Weg, ne? Aber ich fahre ja jetzt auch nicht wirklich kürzer, ne? Ich fahre ja zur Praktikumsklasse da. Zu der Schule fahre ich auch knapp über 1 Stunde hin. Ich glaube, 1:15 fahre ich dahin. Und das Daily. Naja, wobei Daily nicht, aber alle 2 Tage, ne? Muss man halt auch bedenken. Und zur anderen Schule hier, Berufsqualifizierung, ich glaube nicht. Glaube, so 50, 55 Minuten, wenn es ganz schlecht ist, 60 bis 65 Minuten hingefahren. Je nachdem, es kommt halt drauf an, welchen Bus ich halt erwischt habe. Naja, so ist das halt. Aber ja. Ja. Bis Ende Januar saß ich halt noch in der BQ. Ich glaube, Anfang März müsste das gewesen sein. Ich meine, Anfang März war ich dann in dem ersten Jahr in der Praktikumsklasse bis zum August. Und dann ab November war ich wieder da, bis jetzt. Und da werde ich auch wahrscheinlich bleiben bis zum Ende. Logisch. Ausbildung geht es am August, fängt es August an. Ja, fragt übrigens nicht, da steht eine Schüssel. Ich habe vorhin noch gefrühstückt. Ich habe die noch nicht weggebracht. Kein Bock. Aber das ist halt so das Ding. Man muss halt auch überlegen oder verstehen, warum man diese Praktikumsklassen immer für unnötig hält und im Endeffekt hat man ja doch was davon. Wenn ich überlege, dass ich die Ausbildung, die ich jetzt anfange, im August durch diese Praktikumsklasse so gesehen habe, habe ich eigentlich immer viel zu vorschlüssig gehandelt und gesagt, ja, Praktikumsklasse ist voll langweilig, voll die Zeitverschwendung. Gut, ist es auch eigentlich, weil wir sitzen da 5 Stunden rund und schlafen fast ein. Also, wirklich viel erwarten kann man da jetzt nicht. Es ist halt leider true, aber ey, ganz ehrlich, egal. Ganz ehrlich, ist egal. Wenn ich überlege, so BQ, gut, in der BQ haben wir noch ein bisschen was gemacht. Da hatten wir auch richtigen Bereich, in dem wir dann so unterrichten worden sind, beziehungsweise 2 Bereiche, Elektro und SHK. SHK, ne, sanitäre Heizungsanlagen, ne? Und Elektrik, ja. Elektrik ist, glaube ich, von selbst erklärend. Naja, Elektriker halt, ne?
Oder Elektroniker, wie das jetzt heißt. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Aber wie gesagt, ja, ich bin aber ganz ehrlich froh, dass ich in der Praktikumsklasse bin. Vor allen Dingen jetzt in dem ersten Jahr, wo ich da war. Denn ich war immerhin nicht der Einzige dort. Also ich kannte da immerhin dann schon jemanden, weil da rannte auch einer aus der ehemaligen Schule mit rum, der mit mir im ehemaligen 10. Jahrgang rumgelaufen ist. Oh, das war schon ganz lustig, dass man den mal wieder sieht. Und das Lustige ist, auf die Schule, wo ich dann gehe, rennt der auch rum. Das ist auch einfach funny, dass man auf drei gleiche Schulen geht. Außer Grundschule habe ich, glaube ich, gar keinen mehr. Wobei doch einen habe ich noch, mit dem ich Kontakt habe. Zwei eigentlich so gesehen. Aber ja gut, Karin kann ich jetzt außer Grundschule nicht wirklich sehen. Den kenne ich eher durch Karate. Deswegen kann ich da Grundschule nicht mitzählen. Von daher außer Grundschule nur noch einer. Ja. Es ist halt, wenn ich so überlege, dass mein Kanal dieses Jahr auch einfach 6 Jahre alt wird. Ja, jetzt kommen wir wieder zu diesem YouTube-Ding zurück, wofür ich so, schon wieder dankbar bin. So. Ja, wenn ich überlege, dass mein Kanal dieses Jahr 6 Jahre alt wird, was passiert bitte in den nächsten 5, 6 Jahren? Ja, was passiert dann bitte? Gut, alleine, wenn ich so überlege, dass ich ja die Ausbildung demnächst mache, und ich mir dadurch auch einen neuen PC holen werde. Ja, das habe ich mir schon als Plan festgelegt. Dadurch, durch die Ausbildung werde ich mir meinen neuen PC holen. Und dann kommen auch wieder vernünftige Sachen. Ja, dann kommen auch mal andere Spiele, aktuellere Spiele und nicht Far Cry 2 von 2008. Ja, dann kommt auch mal der neue Far Cry Teil. Ja, hier Far Cry 6 oder was das ist. Oder ich weiß gar nicht, ist Far Cry 6 der neue Teil? Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich will jetzt auch gar nicht nachgucken. Aber ne, das ist halt so das Ding. Das wird dann alles in den nächsten Jahren, Wochen, Monaten so kommen, ne? Aber ich sag auch mal so, nicht immer alles, also beziehungsweise ihr wisst ja, auf meinem Kanal ist ja eh alles durcheinander, durch Wind und was weiß ich, mal kommt Cleverbot, mal kam Telonym, dann kamen mal 6 Folgen Minecraft hintereinander. Also, reden wir lieber nicht drüber. Und jetzt mache ich das ja wieder. Ich habe ja eigentlich gesagt, oder eigentlich geplant, dass ich Far Cry erst durchmache, von Anfang bis Ende. Und dann erst wieder anderes Stuff kommt. Aber da ich merke, dass Far Cry nicht unbedingt so gut jetzt durchgeht durch den Algorithmus, habe ich mich wieder dazu entschieden, dass ich das wieder so ein bisschen per Zufall mache und dann hier und da mal das hochlade, dann an dem und dem Tag mal eine Folge Far Cry hochlade, dann wieder, weiß ich nicht, eine Woche später wieder eine Folge Far Cry hochlade und dazwischen wieder ein bisschen was, zwischen den Folgen wieder. Ja, das ist halt so der Plan jetzt gerade aktuell dazwischen oder dadurch, in da ich sehe, dass das ganze Far Cry-Ding nicht so, ich sag jetzt mal, nicht so steil durch die Decke geht, ne? Gut, es kann auch sowas sein, weil irgendwie meine Videos generell gehen gar nicht mehr so ab wie vorher. Gut, Cleverbot sowieso nicht. Cleverbot hatte so einen Durchschnitt so um die 8 bis 9 Aufrufe pro Folge vielleicht oder so in den jeweiligen Staffeln. Von daher, das kann man ja nicht wirklich zählen als durch die Decke gegangen. Ja, ich sag mal so. Im Endeffekt ist es mir ja egal, weil ich mache es aus Spaß, ich mache es als Entertainment für euch, ich mache es als Entertainment für mich, weil mir macht es Spaß, diese Videos aufzunehmen und dadurch merke ich selber, okay, ich ziehe weiter durch. Nein, das ist es halt einfach. Und klar, man könnte jetzt sagen, gut, ja, okay, das und das, das kommt nicht so gut an, dann versucht doch was anderes. Ja, würde ich ja, aber ne, PC sagt dann nein. Deswegen, ich bin schon froh, dass ich wenigstens etwas aufnehmen kann und nicht immer nur dasselbe Game. So, weil ich dachte halt wirklich am Anfang, okay, mein Kanal wird ein, weiß ich nicht, reiner Minecraft-Kanal. Und das wollte ich auch nicht, weil es schon so viele reine Minecraft-Kanäle gibt. Ne? Deswegen, ich wollte eher so ein bisschen mehr so in die Richtung querbeet und sowas und hier und da mal was probieren, das und das mal hochladen und so, ne? Das ist das, was ich machen wollte. Schon
als ich angefangen habe. Gut, meine ersten Videos, reden wir nicht drüber, die waren dezent cringe, Digga. Ich bin froh, dass bis heute niemand wirklich meinen anderen Kanal entdeckt hat. Ich hatte noch einen Kanal davor, vor dem hier. Der, glaube ich, nicht 8 Abonnenten oder so. Aber das sind, glaube ich, alles Leute, die ich kenne, privat. Und die Videos waren schon mies cringe. Und dazu gesagt auch noch alle per Handy aufgenommen, weil der Kanal ist von 2018, 17, irgendwie so in dem Dreh. Irgendwie so in dem Dreh, ich glaube 17, 18 vielleicht. 2017, 2018, irgendwie so in dem Dreh. Wobei doch, das erste Video kam 2017, 2018 kam das letzte und dann habe ich auch mit dem Kanal aufgehört und am 18.10.2018 habe ich mit dem hier angefangen. Ich finde es auch lustig, dass am 18.10. dieser Kanal hier entstanden ist, aber das erste Video, glaube ich, erst ein Jahr später kam. Es kam erst 2019, glaube ich. Das erste Video, was wirklich online ist. Die anderen sind alle offline. Die sind alle gar nicht mehr da. Die sind alle gelöscht. Die habe ich auch alle zum Glück nicht mehr. Die waren dick cringe as hell, Alter. Egal. Egal, ganz ehrlich, egal. Aber, ne? Ich sag mal so, jeder hat klein angefangen. Oh, jeder hat vielleicht mal so einen kleinen Kanal gehabt, wo man so, weiß ich nicht, 5, 6 Videos online hatte und man dann, weiß ich nicht, vielleicht zufällig die Daten verloren hat oder das Handy kaputt gegangen ist. Alles möglich. Und man dann halt einfach einen neuen Kanal gemacht hat mit neuen Sachen, neuen Daten und so und dann mit dem durchgestartet hat. Und so war es bei mir auch. Nur, dass bei mir das Handy kaputt gegangen ist. Dafür ein Like. nee, aber jetzt mal for real. Ja, dieses ganze YouTube-Ding so für mich über die letzten 5 Jahre einfach ist halt schon so ein bisschen, ist halt schon so ein bisschen mein, ich sag jetzt mal, Hobby geworden. Ich habe das ja vorher einfach nur so gemacht. So, zumindest die ersten 2 Jahre habe ich es einfach nur so gemacht. Einfach so, just for fun. Und mittlerweile mache ich es ja wirklich als Hobby. Mittlerweile mache ich es ja sogar, dass ich mich an Tagen, wo ich gar keinen Bock habe, was aufzunehmen, dass ich trotzdem mich hinsetze und was aufnehme. Also von daher, es ist halt, ne? Ja. Gut, genug YouTube-Gelaber, ne? Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, und zwar das Jahr 2023. Ich glaube wirklich, so das Beste, was für mich 2023 passiert ist, ist, glaube ich, wirklich das, was ich schon am Anfang so ein bisschen erwähnt hatte, bezüglich des Kontaktaufbaus mit bestimmten Leuten, ne? Und auch, dass man da so ein bisschen, ich sage jetzt mal auch so ein bisschen mit. Nicht mitmachen, aber so ein bisschen ja auch was zu sagen kann und so, ne? Das ist schon ein anderes Gefühl, wenn man so überlegt, dass es Leute gibt, die das einfach nur so hören, ja, aus Prinzip hören, weil es geht jetzt gerade um die ein oder anderen Leute. Ja, es werden natürlich Names gedroppt, ne? Ihr wisst, wie das läuft. Ist hier kein Diss-Track, wo ich zensiere. Ich glaube, ich werde auch niemals wirklich eigene Musik machen. Gut, durch die ganzen Songs von den Jungs habe ich halt schon so ein bisschen mal versucht, eigene Sachen zu schreiben. Ja, gebe ich zu. Aber ich glaube nicht, dass ich das jemals irgendwie aufnehmen werde oder hochladen werde oder generell überhaupt mal fertig mache. Das glaube ich im Leben nicht. So, da fehlt mir erstens die Erfahrung für. Und ich glaube, da fehlt mir auch einfach die Zeit für. Ja, wenn ich es überlege. Nee, nee, lass mal. Nee, nee. Gut, vielleicht ergibt sich mal irgendwann das ein oder andere, die ein oder andere Chance, dass man sowas mal macht. Ja, eigene Mucke oder wer weiß, dass man mit irgendwie mal zusammen Mucke macht oder so. Ja, wer weiß. Kann sich ja alles noch ergeben, so. Aber gut, ich glaube nicht, dass ich wirklich eigene Mucke machen werde. Also, ich glaube, das kann ich schon abstreiten. Also, wer weiß, was passiert, ne? Wer weiß.
Wer weiß, was so passiert, wenn ich einen neuen PC habe. Wer weiß, wenn ich so, wenn, was passiert, wenn ich so ein bisschen das komplette Setup hier mal so ein bisschen aufrüste. Ne? Wer weiß, was dann noch passieren kann. Ne? Wer weiß, was dann so kommt. Aber ich glaube wirklich jetzt gerade aktuell aus meiner Richtung aus, kann ich sagen, da wird nie Mucke kommen von mir selbst. Also so wirklich eigene Mucke mit eigener mit eigenem Beat und sowas und sowas. Ne? Ne? Nicht so covermäßig, sondern so wirklich eigene Songs mit eigenen Texten und so. Sowas wird nie kommen. Ich mir überlege, dass selbst diese Cover-Dinger für mich schon zu cringe sind, aber ich es trotzdem mache, weil es irgendwie Spaß macht. Ja. Nee, aber ich habe das jetzt gerade hier erwähnt, weil ich im letzten Jahr, glaube for real, einfach die mit Abstand korrektesten Leute überhaupt kennenlernen durfte. Ja. Grüße gehen raus an die Jungs, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, da hätten wir natürlich zum einen die Jungs von Shiroshi Records, ne? Muss man halt einfach auch dazu sagen. Übelst korrekt, die Jungs. Ich glaube, ihr habt das auch bei den ein oder anderen Reactions gemerkt in den Kommentaren dann, dass die Comments schon sehr, 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 sehr sweet angelehnt waren. Und wenn ich so überlege, was da alles so kam schon, ne? Ich sag mal so, von Takumi habe ich schon die ein oder anderen Hörproben bekommen. Ne? Zwei, glaube ich, zwei. Und ich glaube, ein, zwei, drei Randinfos zu irgendwelchen Songs so. So, mehr aber auch erstmal nicht. Ja. Ich sag mal so, es geht mir nicht darum, irgendwelche Hörproben zu haben. Es geht mir einfach persönlich darum, Mucke zu haben, die man feiert, bei der man abgehen kann, bei der man entspannt, weiß ich nicht, talken kann, Auto fahren kann, was weiß ich. Ne? Und ich glaube, da ist deren Mucke ganz geil für. Weil, selbst wenn ich einkaufen gehe, ich höre Musik. Hauptsächlich deren Musik, aber Musik. Und wo ich sagen muss, bei wem ich richtig dankbar für bin, oder ich bin es eigentlich bei allen, ne? Hier Yuji auch, übelst korrekt der Boy. Ja, man, ich sag mal so, man hat zwar nicht so wirklich viel Kontakt zu denen, aber, also zu allen jetzt, ne? Aber den Kontakt, den man hat, kann man ja immer noch weiter hochbauen, ne? Aber so, Takumi hatte ja auch seinen ersten Auftritt. Könnt ihr euch bei Instagram angucken? Schaut mal bei Instagram bei ihm vorbei. Er hat da ein paar Fotos online von seinem Auftritt. Ich wäre auch echt gerne da gewesen, aber ich kam da leider zu spät mit. Ich habe das leider erst zu spät gecheckt, dass die Tickets da sind. Sonst wäre ich da auch hingefahren. Aber ich gut von Bremen nach Bonn. Ich weiß gar nicht, wie lange fahre ich da. Ich glaube, knapp 4 Stunden oder so. Auf einer schnellen Route, ich weiß gar nicht, wie lange ich dahin fahre. Ja, es ist halt so, es ist halt wie es ist, ne? Aber mal schauen, was so die nächsten Jahre noch passiert. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht trifft man die ja auch irgendwann mal persönlich. Wer weiß. Wäre auf jeden Fall funny, wäre auf jeden Fall geil. Also, wenn es so weit kommen würde, ja, bin ich ehrlich, wäre bestimmt, lustig. Ja, hab ich irgendwie vergessen. Stimmt. Ja. Gut, bei Shogun kann ich jetzt nicht wirklich so viel sagen, obwohl ich mit ihm schon ein, zwei Mal sogar schon getalkt habe im Discord. Ja. Auf dem alten Server allerdings noch. Bevor mein Account geballert wurde. Aber es war auch schon eine sehr lustige Zeit, die wir da im Discord gesessen haben, die zweimal. Haben wir uns irgendwas angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns da angeguckt hatten. Ich hatte mein Bildschirm übertragen und ich weiß gar nicht mehr, was wir uns da angeguckt haben. Vielleicht weiß er es noch, ich weiß es nicht. Wir hatten uns irgendwas. Ich glaube, wir hatten uns WWE angeguckt. Stimmt, ich hatte WWE übertragen, weil ich mir sowieso eine Show angucken würde. Und kam er mit rein in den Talk und ich habe das als Übertragung da gemacht. Stimmt, so war das, genau.
das da im Discord so gesehen gestreamt. Und wer reinkommen wollte, der konnte reinkommen. Und er kam dann rein und dann haben wir uns das zusammen angeguckt. Ja. Ja. Ich glaube aber, so will. Wen habe ich. Habe ich noch irgendwie? Zwei Leute habe ich noch. Ah, ne. Ja, gut. Und ich sag mal so, bei Ding, bei Gohan kann ich jetzt wenig sagen, glaube ich. Ich glaube, bei ihm kann ich mit Abstand am wenigsten sagen. Wobei ich da auch mal gespannt bin auf neue Mucke. Was da dann so kommt. Ja, bin ich ja auch mal sehr gespannt, was da so kommt. Weil ich sag mal so, die Tracks von ihm zusammen mit den anderen beiden, sei es Shogun und Takumi, oder Takumi oder mit beiden zusammen, waren ja schon echt Abriss. Ich sag nur Takeover 2, Need for Speed, Mbappé und Miami Vice. Ja, kann man ja mal so droppen die Names hier. Muss ich schon ehrlich sagen, sind schon Abrissdinger gewesen. Bei Angel Payne muss ich das sagen. Gut, bei Angel Payne kann ich, glaube ich, gar nicht wirklich viel sagen, weil ich glaube, er ist noch gar nicht so lange dabei. Ich glaube, der erste Song kam auch erst Anfang des Jahres, ne? Ich weiß gar nicht, wann kam der. Warte mal, lass mich mal schnell gucken. Lass mich mal schnell gucken, ne? Ich habe doch hier meine trusty Liste. Ich habe no joke eine Liste, wo alle Songs draufstehen mit Release-Datum. Also, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah ne, kam sogar am 15. Okay, 15. Dezember kam der. Letzten Jahres. Okay. Gut, ich habe jetzt irgendwie mit Anfang des Jahres gerechnet, aber keine Ahnung. Ich habe mich da, glaube ich, irgendwie verrechnet mit irgendwas. Ist aber egal. Ja. Aber muss ich schon sagen, auch abnormal geiler Song. Auch der Song mit Yuji, wer den Song noch nicht kennt, gehört euch diesen Song. Ja. Und was ich nochmal dazu sagen kann, morgen, ja, morgen, aus eurer Sicht, morgen droppt eine neue Single, ja, eine neue Solo-Single von Angel Payne, lass es zu. Am 2.2.2024, heißt am Freitag, kommt das ganze Ding raus. Und ja, deswegen, ey, schaut in den Community-Tab. Wobei, ich kann immer noch keine Links in der Videobeschreibung posten. Warum auch immer. Egal. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Oder, in der Videobeschreibung, im Community-Tab. Oder macht es clever und geht auf Instagram. Und geht auf mein Profil und dann bei den Highlights Sub the Ones. Da müsste das mit drin sein. Wenn nicht, muss ich gleich gucken, dann packe ich es da noch schnell mit rein. Wenn die Story noch online ist. Dann packe ich es da noch mit rein. Denn da in diesem Sub the One Highlight oder Sub the Ones Highlight kommt alles, was mit den Jungs zu tun hat, rein. Und ja. Und worüber ich mich am meisten gefreut habe, wen ich so kenne, oder wen ich so, ja, ich sag jetzt mal, mit dem ich so einen Kontaktaufbau gehabt habe im letzten Jahr, oder seit letztem Jahr auch so ein bisschen, ist Akaya. Ja, da muss ich ja ehrlich sagen, dass ich einfach übelst dankbar bin dafür, was er macht, sei es, ja, in Musik oder was weiß ich, ne? Ich glaube, das beste Beispiel, dass seine Musik wirklich richtig böse kommt, im guten Sinne, ja, ist, glaube ich, wirklich die EP von ihm, Kalter Winter, kalte Herzen. Ja. Mit Abstand immer noch meine Lieblings-EP des letzten Jahres. Einfach auch, sei es textlich, sei es von der Stimme her und so. Was soll ich da groß sagen? Still in love with it, man. Aber ich sag mal so, bei Akaya habe ich ja auch schon, ne, durch die Reactions, ihr wisst ja, die letzten Reactions, die ich jetzt bei Akaya oder auf Akaya gemacht habe, waren ja unreleased
Songs, die nicht draußen sind. Ich glaube, zwei davon sind online mittlerweile. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ich meine, Mein Herz ist online und irgendein anderer, auf den ich reagiert habe. Welcher das ist, weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken. Aber irgendeiner war noch online, soweit ich weiß. Weil ich hatte ja auf Paradox Demo Mein Herz und auf. Muss ich mal. Ah ja, stimmt. Und erinnerst du dich? Genau. Stimmt. Auf den Song hatte ich auch noch reagiert. Stimmt. Stimmt, das war das. Genau. Und Mein Herz ist ja online. Und ich glaube aber, erinnerst du dich? Oder ist er. Nee, gar nicht wahr. Der ist gar nicht online. Nee, na, Moment. Gut, dann hab ich so gesehen auf noch zwei Unreleased Tracks reagiert. Also auf zwei noch als Unreleased Tracks reagiert. Wofür ich einfach übelst dankbar bin, dass ich die Chance habe, auf Songs von ihm zu reagieren, die noch gar nicht online sind. Ne? Es ist nicht einfach mal selbstverständlich, dass man diese Chance kriegt, auf diese Songs zu reagieren. Ne? Das ist halt das, was mich auch geflasht hat, weil den letzten Song, erinnerst du dich? Ich war mit Kollegen am Talken, wollte gerade weggehen, also ich wollte gerade offline gehen, so auch mit PC ausmachen und alles, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte. Ich gucke auf mein Handy und sehe einfach nur in dieser Pop-up-Benachrichtigung von Instagram seinen Namen und einfach nur die Nachricht Überraschung. Gut. Hätte jetzt alles sein können. Kann auch sein, dass er irgendwem anders schreiben wollte und aus Versehen mir geschrieben hat. Ich öffne das und sehe den Link zu SoundCloud. Und zu einem privat gelisteten Song. Ne? Deswegen, da muss man halt auch mal sagen, ich küsse dein Herz. Alter, mir ist irgendwas ins Auge geflogen. Spaß. Nee, aber for real. Sei es einfach, dass ich mit Shogun im Talk saß, sei es, dass ich auf Unreleased Tracks von Arcaya reagiert habe, sei es, dass ich Hörproben und Randinfos zu Tracks von Takumi bekommen habe, sei es von sweeten Kommentaren von allen Leuten bei Shiroshi Records. Ist das, glaube ich, für mich das Abstand Beste, was letztes Jahr passiert ist. Dass ich die Jungs so ein bisschen kennenlernen durfte. Oder kennenlernen im Sinne von ein bisschen Kontakt aufbauen, ne, durch Reactions und alles. Und dafür bin ich persönlich am dankbarsten. So, dieses ganze YouTube-Ding, klar. So, Meilenstein abgeschlossen mit 40k Gesamtaufrufe, klar. Meilenstein abgeschlossen mit 223 Abonnenten, klar. Aber, dass ich durch diese YouTube-Reactions auf deren Musik die Leute so gesehen kennengelernt habe, ist halt einfach ein größerer Meilenstein für mich. Und ich glaube, das ist auch komplett nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, man hat auch gemerkt bei der Reaction auf die EP von Akaya, dass ich so zu den letzten beiden Songs, Wann ist es vorbei und Für dich, dass ich da so ein bisschen, ne, schon so ein bisschen am Überlegen war, was ich jetzt sage, weil ich mir nicht sicher war, was sage ich jetzt. Weil diese Songs einfach so
krass in meinem Kopf geblieben sind, dass ich selbst meistens jetzt, obwohl diese EP oder dass die, obwohl diese EP des Längeren jetzt schon draußen ist, um genauer zu sein, glaube ich, seit 5, nee, gar nicht wahr. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Fast 7 Wochen draußen ist. Ja, die EP ist fast seit 7 Wochen draußen. Und ich weiß bei den letzten beiden Songs immer noch nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Und das, obwohl selbst diese Reaction schon fast 7 Wochen draußen ist. Da merkt man, glaube ich, einfach, dass diese Songs einfach gut sind. Wenn sie sprachlos machen, glaube ich, merkt man, okay, das ist Musik, die bleibt im Kopf. Ne? Ein auf den. Und das ist auch der Fall bei diesen zwei Songs. Oder generell bei allen Songs. Ne? Sei es jetzt die Unreleased-Songs, sei es die Anfangssongs, sei es die Feature-Songs, ne? Distanz zum Beispiel auch, gutes Beispiel. Habe ich ja auch eine Reaction zugemacht. Auch geisteskrankes Ding. Sei es die Sachen von Duty, ne? Nightcrawler mit Shogun. Oder Afraid mit Takumi. Better of Alone mit Akaya. Ey, ganz ehrlich, das sind Songs, die bleiben im Schädel und die gehen nicht raus. Und warum? Weil man sie nicht rauslässt. Die sollen da drin bleiben. Ja. Egal. Ich glaube, ich habe genug zu dem Thema hier gesagt. Ja, ich glaube, so wirklich viel zu 2023 kann ich da jetzt auch nicht mehr wirklich so sagen. Ich habe, glaube ich, eigentlich mit Abstand alles gesagt, was so im Jahr abging, ne? Wofür ich dankbar bin. Ja, die Erwähnung habe ich auch gemacht. Deswegen, ja. Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge vom Podcast gefallen hat, wenn euch diese zweite Folge Quatschkopf gefallen hat, lasst es mich sehen mit einer Bewertung. Abonniert gerne meinen Kanal, um nichts weiter zu verpassen, sei es Gaming-Videos, Reaction-Videos oder auch jetzt Podcast-Folgen wieder. Dank neuem Trusty Mike wird es jetzt mehrere geben. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.